meinem Kanal. Heute möchte ich dir gerne ein Aufgebraucht-Video zeigen, also sprich von den Produkten, die ich in den letzten Monaten, ich sage explizit Monaten, also ich habe erst angefangen, die Produkte im April zu sammeln, die ich aktuell aufgebraucht habe oder vielleicht noch aktuellen Anwendungen habe, also die kurz vorm Aufbrauchen stehen. Genau, das ist hier und ja, das ist diese schöne Box hier, also sprich ziemlich viel. Vieles davon ist aus Beautyboxen, vieles ist ja, aus Adventskalendern oder Geschenken, Freunde, Tauschpakete, nee, Tauschpakete nicht, aber Freunde, Bekannte haben mir mal was gegeben. Genau, und ich greife jetzt mal wahllos in diese Kiste rein. Und das erste ist schon wieder rausgeputzelt, aber das ist von Meditau, die Tonka-Creme. Ich habe das hier noch auseinander gemacht für die Pappen. Ja, so sieht die aus. Die habe ich aktuell noch in Anwendung. Ich habe, oder ich bestelle mir mit meiner lieben Kollegin immer die Taumox. Die hier und quartalsweise raus, genau. Alle 2 Monate, so. Und die nächste kommt jetzt im Juni raus, wird am 14. Juni verschickt. Und ja, da sind wir mal gespannt, was kommt. Und lasst euch nicht durch das Licht irritieren, das spinnt gerade ein bisschen rum hier. Ich kann es höchstens nochmal ticken erzeugen lassen. Okay. Müsste eigentlich so hin. Ja, die ist richtig gut. Die ist für Muskeln und Gelenke und aktuell nehme ich die halt ganz gerne, weil ich viel Sport mache. Ich fahre gut immer 17 Kilometer in der Woche Fahrrad. Ja, das ist mein Heimweg sozusagen. Mein Ausgleich zur, ich stelle mal die Box hier weg, zur sitzenden Tätigkeit im Büro. Ja. Also wie gesagt, und die ist echt gut. Ich werde die mir wahrscheinlich nachkaufen. Für mich. Dann habe ich letztens aufgebraucht, das hatte ich in der Glossy Box von Dove, die Pflegedusche Eukalyptus und ja, Eukalyptus. Genau. Ich fand die gut. Hat meine Haut gut getan, aber ja, ist halt ein Duschgel. Was soll ich dazu sagen? Genau. Weiterhin aufgebraucht, das sieht man, glaube ich, jetzt nicht wirklich, aber gut in Benutzung sind meine wiederverwendbaren Abschminkpads. Das sind welche von EcoU, die habe ich mir bei Amazon.de gekauft. Also von daher. Ja, habe ich schon länger in Anwendung, das kriege ich nicht mehr sauber, deswegen ist es hier drin. Dann in einer Box hatten wir diese Maske, eine Sheetmaske, also eine Fließmaske. Ich glaube, die war in der Goodie Box. War die in der Goodie Box? Ich glaube, die war in der Goodie Box. Ja. Hat meiner Haut gut getan, aber so wirklich gut, weiß ich nicht. Da habe ich andere Masken, die ich besser finde. Gut. Dann 2 Produkte aus der Trend Raider. Einmal von Rabenhaus, der Apfel-Maracuja-Drink. Ja, war ganz lecker. Und der von Berliner Shot, der Vitamin C Shot. Bestellscharf. Auch ganz gut. Wirklich ein Shot, also einmal an Trinken leer war. Den auch einmal trinken leer war, aber war ganz gut. Also alles schick. Und jetzt randalieren wir hier schon wieder. Nein, nein. Was ich auch im April, Mai. Ja, April, Mai leer gemacht habe, ist der Veleda Deo Roller. Ja,
Zitrus, davon habe ich jetzt noch das Deo in dem Glasflakon in Anwendung. Wirkung gut, hat mir gute Dienste geleistet, kann ich dazu nur sagen. Ja, ich habe dann jetzt ein ähnliches Zitrus-Spray, das von Cosnature. Jetzt habe ich was im Auge. Was ich dann anwenden möchte oder werde, das hatten wir auch mal in der Trend Trader Box. Genau. Aber zudem, der ist gut. Also kann ich mir vorstellen, dass ich den hier noch mal nachkaufen werde. Auch leer gegangen ist. und ich finde es so schade, dass es nicht mehr in der im Sortiment ist, ist das Simply, das beruhigende Gesichtswasser. Diese Marke habe ich in England kennengelernt. Ich war mit meinem Freund vor 3 Jahren, 4 Jahren im England-Urlaub für eine Woche. Ja, Städtetour London. Und hatte mein Abschminkzeug vergessen. Mein Gesichtswasser. Weil ich es auch nicht umgefüllt habe in meinen Transportboxen. Und also bin ich da zu Boots rein und habe diese kleinen Reisegrößen gekauft, weil wir ja nur 5 Tage in London so gewesen sind. Was wollte ich damit noch großen? Und ich war sowas von begeistert von dieser Linie. Ich habe dann überall geguckt, aber es gab es halt nirgendwo. Und dann hatte das irgendwann die im Sortiment drin. Und ja, ich habe es gefeiert. Warum habt ihr es wieder rausgenommen? Warum? Nein, ich habe jetzt die Creme noch, das Waschgel und dann habe ich noch das Micellenwasser in Anwendung. Alles, die Gesichtscreme, das Gesichtswaschgel, das Micellenwasser ist gut. Ich habe noch den Augen-Make-up-Entferner, den muss ich noch ausprobieren. Das kommt jetzt, den werde ich mal ausholen. Kram, 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 kram. Dann habe ich aktuell noch in Anwendung, aber da ist nicht mehr viel, die Gesichtsseife von Foamy. Ja, deswegen halt hier nur die Pappverpackung, weil am Ende wird da nichts mehr übrig sein, wenn man sie tagtäglich oder alle 2 Tage anwendet. Die ist mit Aktivkohle und Teebaumöl und sie soll helfen, Unreinheiten zu minimieren, zu reduzieren. Hilft aktuell mir gerade relativ, also hier unten hormonell bedingt, maskenbedingt, neigt unsere Haut sowieso wieder mal zu Unreinheiten, aber ich finde sie gut. Ich nehme sie wirklich täglich, abends in Anwendung und ja, kann mit dem Produkt ganz gut leben. Also bin gespannt, wie dann die andere Gesichtsseife ist, die ich neu entdeckt habe, aber bis jetzt war die das Beste. Dann habe ich leer gemacht. Ich zeige euch mal die Verpackung. Die Nivea Cool 10 Serum Kapseln, Energy Kapseln. Das sind so kleine Glasflakons. Ich fasse das jetzt mal nicht so an. Von oben. Ah! Der Schaf. So. Und ja, genau. Und ja, die waren super. Ich kann die nur empfehlen. Ich weiß nicht gerade, ich muss noch den Abtrenner, den muss ich mir aufheben. Die waren echt super, die haben meiner Haut gut getan. Und ja. Mal schauen. Ich habe jetzt noch andere von Nivea in Anwendung. Genau. Aber vielleicht hole ich mir die auch wieder nach. Dann. Ja. Hatten wir in der Goodie Box, glaube ich, letztes Jahr? Letztes Jahr oder Anfang des Jahres? Den Moshi Moshi Mind Sponge dran. Das ist so ein Cognac-Sponge gewesen für die Gesichtsreinigung. Habe ich unter der Dusche benutzt. Ja, zur Gesichtsreinigung, Massage. Den kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen, weil der war dann gut aufgebraucht. Und normalerweise sollte man ja solche Cognac-Sponge dann 3 Monate nur anwenden und dann entsorgen. Deswegen habe ich hier mal die Verpackung noch aufgehoben. Ich fand ihn gut.
Nachkaufen, ja, gibt es bei DM oder bei Rossmann, gibt es da die ähnlichen Produkte. Auch aus der Trendträger von Cosnature ein Shampoo in der Reisegröße. Ganz witzig. Das Rosen-Shampoo, wenn es jetzt nicht schafft. Jetzt schafft. Nicht schafft. Es ja will nicht schafft. Ja. Jetzt, genau. White Rose, ja, war gut. Habe ich nur alle 2 Tage angewendet oder alle 3 Tage. Also ich habe das mit meinem Silber-Shampoo immer gewechselt. Ja, gut, was will man dazu sagen? So 30 Minuten hat lange gehalten, wenn man es nicht so oft anwendet. Pflegewirkung war okay. Also hat jetzt meinen Haaren nicht geschadet, hat aber auch jetzt nicht unbedingt meine Haare zu Bauchhaaren gemacht. Dann habe ich die Bachblüten von der DM Eigenmarke Nivolus. Das sind die Tropfen. Ab und zu brauche ich das. Es gibt halt im Leben immer mal Situationen, wo man angespannt ist, wo man ja, wo es hilft, solche Tropfen, sogenannte Rescue-Tropfen, da zu haben, wo man weiß, okay, ich brauche das, dann nehme ich das, dann tue ich das mir ins Wasser, in meinen Saft und über einen engeren Zeitpunkt. Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass, wenn ich eine Situation, aus der ich nicht mehr rauskomme, aus der ich es nicht mehr alleine schaffe, dann sollte ich mir schon Hilfe holen. Also sprich, das hat mir jetzt nur geholfen, wenn ich so eine innere Unruhe, eine Angespanntheit hatte, weil ich vor einem Projekt stand, vor einer Situation stand, die mich belastet hat. Ja, also sprich, genau, also ja. Dann leer gegangen ist, und das hatte ich mal in der Brigitte-Box von Flo Mara, das Serum Meereselixier, fand ich gut. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Also ich glaube, es war jetzt nicht so unbedingt das Passende für meine Haut. Sie hat es vertragen, aber das war quasi in so einer Pipettenform. Ja, da ist auch noch was drin. Ja, aber ja, also meine Haut hat es gemocht. Ich habe ja geschaut, deswegen war es schon ganz okay. Was ich definitiv empfehlen kann, und ich bin froh, dass ich sie wiedergefunden habe, in meinem Lieblingsladen, die SOS Gesichtscreme gegen Pickel. Die hat, und das ist ohne Witz, meiner Haut gut getan und sie hat meiner Haut geholfen, auch gerade in Bezug auf Pickel durch Maske oder Maske verursachend. Pickel hat sie meine Haut ausbalanciert. Also diese beiden Produkte, auch in Kombination, sind super. Sie tun oder taten meiner Haut gut. Eine Zeit lang habe ich die gar nicht mehr gefunden. Jetzt habe ich sie wieder gefunden. Genau. Dann ist leer gegangen ein Duschgel. Und zwar von Kneipp, die Aromatherapie, das Duschgel Chill Out. Genau, ich hatte mal so. Jo, Hanf Patchouli. Ich fand's gut. Habe ich so hab ich so im März, April so eigentlich richtig Anwendung gehabt. Und Ende April, Anfang Mai dann aufgebraucht. Ich wechsle öfters mal meine Duschgel, deswegen. Und den Duschschaum von Kneipp Goodbye Stress. Also die beiden hatte ich in den Monaten März, April so in Anwendung immer gewechselt. Deswegen, ja, war gut. Auch toll, angenehm auf der Haut. Selbst meine Stresshaut, meine Problemhaut hat es gut vertragen und das fand ich jetzt gut von daher. Und dann, das hatten wir auch mal in einer Box drinne von Cetaphil, von Cetaphil ein Waschlotion, die habe ich aktuell noch in Anwendung und die Creme
Das sind beides Reisegrößen. Ich glaube, hier ist immer noch was drin. Ich glaube, da ist noch was, ein bisschen was noch drin. Aber das liegt jetzt auch schon Monate rum. Also von daher, weggeschmissen. Ist eine super Creme. Hat meiner Gesichtshaut gut getan. War okay. Dann habe ich aufgebraucht die Balea Hydrogel Augenmasken mit Diamant, Puder und Hyaluron. Da habe ich mir sogar mal was aufgeschrieben. Man sehe, lese und staune. Vier Verpackungen. Muss eigentlich nicht sein. Sie haben gerutscht. Sie sind öfters weggerutscht. Aber die Anwendung war einfach. Ich hatte hier schon das nächste Produkt in die Hand. Die Anwendung war einfach. Gute Wirkung. Hat schön gefühlt. Pflege war in Ordnung. Und dann das Gray and Glowing Shampoo von Hair Biology, was ja in Anwendung mit Pantene ist. Von Pantene Provide da, diese neue Marke, Linie, wie auch immer. Ja, es ist ein Silbershampoo. Also, es ist ein lilanes Shampoo für graues Haar oder gefärbtes graues Haar. Ja, da finde ich die aktuell von John Frieda, die ich in aktuellen Anwendungen habe, gut. Und ein Haushaltsprodukt ist auch leer gegangen, die Swiffer Staubtücher. Das war mein Aufruf. Ich ja, denke mal, in den nächsten Monaten kommt da ein bisschen mehr, weil ich viel, viel, viel aufbrauche jetzt. Das, was man so in Boxen bekommt, haben wir ja viel, bekommen wir ja viel. Die sind ja froh, dass, oder ich bin froh, dass ich solche Boxen bekomme, weil man lernt auch mal Neues kennen, neue Sachen kennen, wie zum Beispiel mal das, ne? Das fand ich gut. Ich fand es wirklich gut, aber ich glaube nicht, dass ich es mir nachkaufen werde. So. Oder wie solche Masken, koreanische Masken. Gut, ja. Oder man halt auch mal. Gerade von Trendtrader. Und Trendtrader finde ich richtig gut, die Box, dass man da auch mal Naturkosmetik testen kann in den Größen, weil die wirklich nicht groß sind. Das ist, außer jetzt, letztes Mal ein großes Duschgel. Das fand ich gut. Ja, also von daher. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, du lässt mir einen Daumen da. Und ja, und dann sage ich jetzt Tschüss und bis bald.